Herzlich willkommen zum 10. Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie Vorsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer und auch die Körperschaftssteuer korrekt im Finanzplan abgebildet werden und auch müssen, damit der Businessplan vollständig ist. Heute geht es darum, auch die Kapitalkosten korrekt abzubilden. Wenn du beispielsweise einen Businessplan erstellst und du kommst zum Schluss, du brauchst 100.000 Euro Kapital und hast nur 20.000 Euro Eigenkapital, dann brauchst du 80.000 Euro Fremdkapital. Und egal, ob du jetzt einen klassischen Geschäftskredit, Fördermittel oder Investorenmittel in dein Vorhaben, in die Finanzierung mit reinnimmst, fallen immer Gegenleistungen an. Und die können ganz unterschiedlich sein. Sehr selten ist es, dass du geschenktes Geld bekommst, also Zuschüsse, und wenn überhaupt nur zu 50%. Also wirst du in der Regel Fremdkapital in dein Unternehmen reinholen, dann fallen Gebühren an, Zinsen an und eines Tages Tilgung. Beziehst du das Geld aber von Investoren, dann wirst du entweder Anteile abgeben oder du wirst Beteiligung am Gewinn oder am Umsatz abgeben. Und all das gehört auch rein in deinen Finanzplan, damit in deinen Businessplan und muss abgebildet und korrekt beschrieben werden. Nehmen wir mal an, du hast eine Finanzierung bei 100, 200, 300.000. Dann wirst du nicht nur die laufenden Zinsen in deinen Businessplan abbilden, sondern ganz am Anfang zunächst mal auch die Bankbearbeitungsgebühren. Und in der Regel verfügen die Gründer und auch viele Unternehmen nicht über die Sicherheiten. Das heißt, die Bank will von dir noch die Sicherheit einer Bürgschaftsbank. Und die kostet nochmal vielleicht 1,5 per anno an Kosten. Auch die müssen abgebildet werden und ganz am Anfang auch noch die Bearbeitungsgebühr enthalten. Und das Interessante ist, dass häufig die Anfangskosten von Fremdkapital nicht mitfinanziert werden dürfen. Das heißt, du musst noch nachweisen, dass du entsprechend Eigenkapital hast. Nicht nur für die Eigenkapitalquote, die gefordert ist, sondern auch für die Anfangsbankkosten. Aber zum Kapitaldienst gehört dann nicht nur die Kosten, also die Zinsen, die du auch absetzen kannst, sondern irgendwann will der Geldgeber auch sein Kapital zurück. Das bedeutet, Tilgung ist einzuplanen. Und klar kannst du bei einigen Programmen dir tilgungsfreie Zeiträume einplanen. Nur es bedeutet, dass die Tilgungslast pro Monat höher wird. Auch ist es so, dass die meisten Tilgungen von Finanzierungsprogrammen nicht monatlich tilgen, sondern quartalsmäßig. Und das muss auch in deinem Liquiditätsplan abgebildet sein und die Zahlen immer schwarz. Denn hast du rote Zahlen im Liquiditätsplan, bist du insolvent. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Kapitalkosten korrekt zu berechnen, abzubilden und darauf zu achten, dass du immer genügend Cashflow hast, also liquide bist, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind Spezialisten, besonders auch in der Finanzplanerstellung. Den Link dazu findest du gleich unterhalb des Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 11. Teil.